So Leute, es ist soweit. Ich habe meine neue Nintendo Switch bekommen. Und zwar die hier. Ja, so sieht das Ding aus. Hat jetzt eine rote Packung und so. Nennt sich, glaube ich, einfach Nintendo Switch neues Modell. Steht auch sonst nichts weiter drauf. Ist halt eine Switch, ne? So. Für die, die es nicht mitbekommen haben und sich jetzt fragen, hä, du hast doch eine. Richtig. Und jetzt habe ich zwei. Ich bin halt reich, ne? Ne, Spaß. Wir haben große Pläne für November. Für Pokémon Schwert und Schild. Das werden ja wieder ganz, ganz viele Streams und dann sind wieder alle am Start. Und ich möchte bitte so ein Alleinstellungsmerkmal. Das wird natürlich nicht so sein. Das werden auch andere machen, aber nicht so viele. Ich möchte Schwert und Schild gleichzeitig zocken, eine Shiny Story machen und mit zwei Geräten einfach handeln. Im englischen Bereich machen das sowieso immer sehr viele, glaube ich. Im Deutschen weiß ich nicht, viele haben nur eine Switch. Deswegen mal so ein bisschen von der Masse rausstechen, was machen, was sonst nicht jeder macht. Und ja, also ich habe jetzt hier meine alte Switch, ne? Mit meinen Splatoon-Controllern. Alles klar, Katze, danke. Haut zuerst mal meine Mario Amiibo runter. Schneide ich nicht raus. Und das ist meine neue. Ja. Die sehen jetzt eigentlich nicht wirklich anders aus. Aber die neue ist wohl etwas besser. Keine Ahnung. Ich werde es merken. Ja. Ich werde jetzt versuchen, in der nächsten Zeit meinen Account darüber zu transferieren. Das wollte das Gerät auch schon machen eigentlich. Aber ich muss erstmal ein System-Update ziehen, das dauert wohl wieder eine Woche. Ja, dann werde ich meine alten Account-Daten auf das bessere Modell machen, weil macht ja Sinn, als Hauptgerät das bessere zu nehmen. Und dann werde ich versuchen, die nächsten 4 Wochen das hinzubekommen mit dem Streaming, dass ich 2 Sachen capturen kann, weil das läuft ja über das gleiche Programm. Ich habe 2-mal quasi die gleiche Capture Card. Ich muss mal gucken, wie man das macht, dass man dann auch 2 verschiedene Bilder hat. Aber das kriege ich hin. So schwer ist das nicht. Und ja, Leute, merkt euch den 15.11. Dann geht's los. Schwert und Schild. Mulai handelt wieder den Starter. Und dann auch noch 5 andere Teammitglieder. Es wird wie beim Bauzahnt. Es wird schrecklich. Und diesmal sogar auf 2 Geräten. Das wollte ich euch nochmal mitteilen. Erzählt's euren Freunden, eurer Mutter, euren Freiern. Nee, Quatsch. Erzählt's einfach den Leuten und seid am Start ab 15.11. Und ich muss jetzt, glaube ich, mal mit der Katze ein ernstes Wort reden, ne? Bis dann, ciao!